Ich gebe euch Marc Anton, er heißt wirklich so. Ja, wir sind eine Kulissen! Ja, danke schön. Weshalb sind wir hier? Stopp, Akta, stopp, Akta! Seid dabei. Okay, also ich rede immer wieder gerne auf Akta-Demonstrationen. Heute zum ersten Mal. Und ja, okay. Meine politische Karriere ist noch jung und eure zum größten Teil auch und das muss so sein. Denn wir müssen jetzt auf die Straße gehen, nicht erst in 20 Jahren, nicht erst, wenn es vielleicht zu spät ist. Ich sage eines vorweg, die Sache ist meiner Meinung nach so ernst, dass eigentlich ganz Stuttgart hier stehen müsste. Es geht hier nicht nur um irgendein Zensurgesetz, hier geht es um ein grundlegendes Problem. ACTA ist nur ein Bruchteil, ACTA ist nur ein Symptom einer schweren Krankheit. Die Meldungen überrollen uns echt jeden Tag mit einer unheimlichen Geschwindigkeit und keiner weiß mehr, mit was man damit jetzt anfangen soll. Der Vertrag von Lissabon zum Beispiel, der als europäische Verfassung gedacht war, der verstößt eindeutig gegen unser Grundgesetz, weil niemals irgendein Bürger in unserem Land darüber abgestimmt hat. Der Vertrag von Lissabon steht aber rechtsdogmatisch über dem Grundgesetz. Das ist Verfassungsbruch. Leute, das ist Verfassungsbruch. Und dazu muss man kein Jurist sein, das kann man ganz einfach nachlesen. Abgesehen davon, dass er illegal ist, hebelt er die Grundrechtscharta aus. In der Europäischen Menschenrechtskonvention steht drin, dass die Todesstrafe abgeschafft ist. Niemand darf hingerichtet werden. Ja, das kann man ja alles nachlesen, ne? Und also nun, im Vertrag von Lissabon steht drin, eine Tötung wird nicht als Verletzung des Artikels betrachtet, wenn es erforderlich ist, einen Aufruhr oder Aufstand rechtmäßig niederzuschlagen für Taten in Kriegszeiten und bei unmittelbarer Kriegsgefahr. Und Leute, was geht denn jetzt gerade im Nahen Osten ab und in Griechenland? Wir sind kurz vor diesem Punkt. Und die politischen Entscheidungen, die ja gegen die eigenen Bürger getroffen werden. Aber unsere Politiker sind ja zum Glück nur ihrem Gewissen unterworfen. Und die gesamte Finanzpolitik, die Euro-Rettungspolitik, das verstößt alles gegen den Lissabon-Vertrag. Ja, genau, richtig. Aber darum geht's ja. Die entscheiden die ganze Zeit Sachen über unsere Köpfe hinweg und wir können uns nicht beteiligen. Unser Parlament beschließt also demnach ein illegales Gesetz, das gegen einen verfassungswidrigen Vertrag verstößt. Und das Bundesverfassungsgericht hat es abgesegnet. Und ich glaube, wir müssen langsam die Tatsache akzeptieren, dass die Staatsordnung, die in unserem Grundgesetz steht, schon gar nicht mehr existiert. Deutschland ist gar kein freiheitlich-demokratischer Sozialstaat mehr. Deutschland wurde zum Unrechtsstaat. Jawohl! Und wo Recht zu Unrecht wird, da wird Widerstand zur Pflicht. Denn nach Artikel 20 Grundgesetz haben alle Bürger das Recht zum Widerstand, wenn keine andere Abhilfe möglich ist. Und Leute, ich sehe keine andere Abhilfe. Die Parteien machen doch alle das Gleiche im Bundestag. Es gibt kleine Hoffnungsschimmer wie die Piratenpartei oder die Partei der Vernunft. Aber ansonsten entscheidet nicht mehr das Volk durch Wahlen, sondern durch Großkonzerne, Banken, Medien. Ja, okay. Also und auch in Brüssel entscheidet eine Kommission, die niemals gewählt wurde über uns. Und trotzdem, die EU will immer mehr Macht. Und in jedem Land, in dem die Bürger über den EU-Vertrag abgestimmt haben, wurde dagegen gestimmt. Und der Euro, der ist keine demokratische Legitimation, also der wurde demokratisch nicht legitimiert und ACTA genauso nicht. Das wurde wieder in Geheimverhandlungen beschlossen und uns wurden die Ergebnisse vorgesetzt. Und die Frage ist halt immer, was passiert, wenn man einen Frosch ins heiße Wasser tut? Der springt sofort wieder raus. Aber was ist, wenn wir die Temperatur langsam erhöhen? Ja, dann irgendwann ist es zu spät. Und das ist die Salamitaktik der Politiker. Die entscheiden einfach was, immer gegen den, also häufig, gegen den Willen der Bevölkerung. Und wenn wir jetzt umschauen, die Temperatur um uns, die ist schon ziemlich heiß. Ich hoffe, ihr seid. Entschuldigung. Okay.
Ja. Das hat nichts mehr mit Werten zu tun, nicht mit Demokratie, nicht mit Freiheit, nichts mit Solidarität. Das hat nichts mit Europa und dem europäischen Traum zu tun. Ich lasse mir meinen europäischen Traum nicht vorschreiben. Mein Traum ist, dass die Bürger und die Menschen selbst entscheiden können. Ich fordere, dass europäische Verträge von dem Volk ratifiziert werden. Und das hier ist nicht nur eine Lust. Das ist nicht nur eine lustige Demo gegen Internetzensur hier. Hier geht es um alles. Es geht um unsere Zukunft. Wir haben unser Leben noch vor uns. Es geht darum, dass wir unsere Zukunft nicht in Knechtschaft, sondern in Freiheit leben können. Also rufe ich euch auf, steht für Freiheit ein. Lasst euch nicht vorschreiben, was in ACTA, IPRED oder INDECT steht. Zusammen können wir dagegen was unternehmen. Stopp, ACTA! Stopp, ACTA! Ich danke noch den Organisatoren für die Demo. Und ich freue mich, dass meine Generation, die Jugend, heute noch für Freiheit einstehen kann. Sie weiß noch, was das heißt. Danke.